Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Es wird gerade spannend bei den großen Indizes wie DAX, dem S&P 500 oder auch dem Nikkei. Wir sehen hier momentan, dass die Märkte oben, wo sie angekommen sind, nicht so recht vorankommen und teilweise Tendenzen zur Unterseite erkennbar sind. Heißt also, es könnte etwas Korrektur voranstehen. Das schauen wir uns heute in den einzelnen Charts mit an. An dieser Stelle auch herzlich willkommen hier an alle Live-Zuschauerinnen und Zuschauer. Und wer mag, sehr, sehr gerne einfach auch mal eine Frage hier im Chat mit loswerden und das Ganze dann hier live auch miteinander mit besprechen. Bevor wir hier rein in die entsprechenden Titel gehen, wie immer natürlich der entsprechende Risikohinweis. Sie wissen es, er ist in Gänze abgebildet und der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Was bringen die Tagesnachrichten? Ganz so viel ist heute an Tagesnachrichten nicht los. Wir sehen es hier, wir bekommen aus den USA die Jobangebote, die Stellenangebote um 18 Uhr. Ja, nicht ganz so wichtig für uns hier den Waste-Bericht. Und dann um 22.30 Uhr einen kleinen Blick ins Öl. Öl ist ja gestern auch wieder gut gestiegen, wie auch der Ölpreis, der Goldpreis an dieser Stelle. Da kann man immer mal ein paar Ticks in die eine oder andere Richtung auch mitnehmen, wenn man live auch an den Schirmen sitzt. Gestern gab es ja dann noch die Importe und Exporte aus Deutschland neben der Bilanz, neben der Handelsbilanz. Die beiden Zahlen haben ein bisschen enttäuscht. Da sind die Ergebnisse schlechter gewesen, als das erwartet wurde. Blicken wir nun in die Charts hinein, schauen wir hier wieder in den MetaTrader mit dem Stereo Trader Add-on obendrauf. Und wir haben hier als allererstes einen Blick in den Nikkei hinein. Nikkei sehen wir hier an dieser Stelle laufen. Wir haben hier oben um die Marke von, kleinen Augenblick, ich zoome es mal kurz etwas näher rein. Hier oben haben wir ungefähr das Hoch hier drüben liegen bei, was haben wir? 21.900 Punkten. Hier sehen wir momentan, da will der Markt nicht so richtig drüber. Und das kann man gut nutzen, um jetzt korrektive Phasen auch zu planen. Warum? Der Markt steht hier vor entscheidenden Schwellen. Wir haben es gesehen, hier oben in den Widerständen kam erstmal etwas Schwäche rein. Der Trend hier oben hat sich leicht fortgesetzt, aber ja, es will nicht so richtig vorangehen. Es geht momentan noch nicht so richtig runter. Es geht aber auch aktuell nicht wirklich richtig hoch. Welche Marken sind hier interessant und spannend? Nummer 1, wir haben selbstredend erst einmal hier den Bereich um die 21.655. Das war das Hoch hier, wo dieser kleine untergeordnete Markt wieder trendig angefangen hat, nach oben zu laufen in Richtung dieses übergeordneten großen Bildes. Also hier das große übergeordnete Bild ist hier weiter long. Hier unten wird sich jetzt entscheiden, wo es hingeht. Wir haben hier noch ein Tagestief liegen. Wo haben wir es low? Bei 21.665 Punkten hier in diesem Bereich. Also hier haben wir einen Support. Da könnte der Markt durchaus nach oben drehen. Das heißt, im kurzfristigen Blick einfach mal schauen, was hier so passiert. Auch in den kleineren Zeiteinheiten sieht man dann schön, ob es hier zu Stärke kommt. Das heißt, der Markt nach oben läuft oder aber, ob wir an dieser Stelle eher Schwäche reingehen und damit an dieser Stelle eher nach unten fallen. Andreas, einen schönen guten Morgen. Hier sehen wir dann eine Entscheidung. Läuft es hier unten drunter? Das heißt, wenn der Markt doch tiefer korrigiert und dieses Support-Level nicht nutzt, um wieder anzusteigen, dann blicken wir etwas tiefer. Hier haben wir einen kleinen Staubereich. Hier haben wir es gesehen, 3 Tage lang in Folge ist der Markt hier nicht unter die Marke von knapp 21.465 Punkten gefallen. Schönes Support-Level an dieser Stelle. Das heißt, wenn es tiefer geht und hier tatsächlich Schwäche reinkommt, dann haben wir auch Bereiche, wo wir nach unten hin sagen können, wo kann jetzt der nächste Punkt kommen, wo wir Gewinne mitnehmen können. Das sind die Stellen, die wir hier mit haben. Und selbstredend hier, es gibt ein Gap und wir haben hier noch die psychologisch wichtige Marke von 21.000 Punkten liegen. Also Platz nach unten ist genug, wenn hier Marktschwäche reinkommt und tiefere Korrekturen anzulaufen sind. Das wird sich alles erst einmal hier oben entscheiden, ob wir überhaupt tiefer verlaufen oder nicht. Wie schon gesagt, wenn ja, dann haben wir die Anlaufpunkte erstmal die nahen. Ansonsten, wenn gleich wieder Stärke reinkommt, dann wird es halt spannend. Schafft es
Hier der Nikkei tatsächlich über das Tageshoch vom Montag. Das haben wir liegen bei 21.967 Punkte. Wenn es drüber hinaus geht, dann mache ich den Chart mal wieder etwas kleiner. Dann haben wir mittelfristig den nächsten Anlaufpunkt hier oben um die Marke von etwas unter 22.800 Punkten. Das wäre dann der nächste Anlaufpunkt hier oben an dieser Stelle. Das Potenzial ist auf alle Fälle da. Wir müssen nur mal schauen, wann es hier wieder weiter aufwärts geht. Blicken wir dann mal über den großen Teich in die USA hinein. Auch hier im S&P 500 ein Bild, wo man sieht, so richtig geht es momentan nicht hoch. Wir haben das gestern im Tagesverlauf auch wieder gesehen. Wir hatten am Anfang auch etwas schwächelnde Phasen und wir kommen momentan irgendwo hier nicht über knapp diese, ja, über die, was ist es, 2.900-Punkte-Marke. Da kommen wir nicht so richtig drüber hinaus. Da tendiert der Markt immer mal so ein bisschen nach unten hin. Mit Blick nach oben, wenn es doch gelingt, diese Bewegung hier nach oben fortzusetzen, haben wir das Allzeithoch in relativ greifbarer Nähe. Wir haben es hier oben liegen bei 2.940 Punkten. Jetzt muss der Markt uns hier aber erst einmal zeigen, wo er hin will. Heißt also, schafft es drüber, kommt hier oben keine Schwäche auf, sondern wirklich, Lüdger, guten Morgen, sondern wirklich den Markt nach oben, kommt hier stärker rein, dann ist das Szenario hier nach oben, den Markt mitzunehmen. Nächster Anlaufpunkt, wie schon gesagt, hier dann das Allzeithoch. Also wenn da die Bullen direkt wieder zuschlagen, dann haben wir hier direkt im Fokus die 2.940-Punkte-Marke. Aber es kann gut und gerne sein, wir sehen ja die Schwäche in den letzten Tagen, dass sich das auch mal so ein kleines bisschen nach unten entlädt. Ja? Das heißt hier nicht nur über die Seite so ein bisschen oben an der Decke langlaufen, sondern etwas tiefere Korrektur. Und worauf achten wir da? Worauf müssen wir achten hier auch im kurzfristigen Intraday-Handel? Selbstverständlich auch das Verhalten an den Tagestiefs. Und hier haben wir halt auch unten liegen drei Tagestiefs, die relativ nahe beieinander liegen. Das heißt, wenn wir hier oben wirklich die Schwäche reinkriegen, dann haben wir hier das Tagestief von gestern um die Marke von 2.880. Wir haben das Tagestief vom Montag bei 2.876 und hier dann das vom Freitag bei 2.000. Wo ist das Low? 2.866. Also an dieser Stelle relativ nah das Ganze liegen und deshalb könnte der Markt, wenn er nach unten geht, schnell mal etwas nach unten dippen. Hier haben wir auch noch einen Support liegen am Ausbruchslevel hier, als sich dieser Trend hier fortgesetzt hat. Das ist der Bereich um die Marke von 2.860 Punkten. Also das auf der Unterseite einige Anlaufmarken, die durchaus relevant sein können, wo wir hier im kurzfristigen Trading auch reingehen können. Das Ganze mal in einer etwas kleineren Zeiteinheit eingeschaut, sieht dann entsprechend so aus. Wir sehen hier momentan erstmal nur ein kleines Bild, aber hier sehen wir es. Da hier oben, das ist die Top-Formation. Und hier gab es dann den ersten Runterlauf. Und wenn sich sowas jetzt fortsetzt, das wäre dann entsprechend das visuelle Szenario, dass der Markt runter will. Ich zeige es mal ganz kurz auf hier. Kurzfristig, hier hatten wir die erste Bewegung nach unten, dann kam als nächstes die Korrektur, hat aber keinen neuen Hochpunkt geschaffen. Das heißt, wir sind nur oben rangelaufen. Und wenn das Ganze jetzt rumdreht nach unten, dann haben wir hier einen abwärts laufenden Markt. Und der könnte dann, wie gesagt, kurzfristig in die entsprechenden Marker reinlaufen. Wir haben sie hier liegen, die Punkte, wo es rangeht. Das heißt, hier an dieser Bereich, ich lege mal kurz die Linien auch noch rein. Also wir haben in etwa hier einen Support. Wir haben dann etwas tiefer diesen Support hier unten in diesem Bereich, diese beiden eng aneinanderliegenden und dann hier schon dieses Band, als der Markt etwas weiter drüben hier über dieses Hoch drüber gelaufen ist und den Trend fortgesetzt hat. Da sieht man das Ganze sehr, sehr schön und das ist das Zeichen, wo man im kurzfristigen Bereich auch sehen kann, jetzt geht es runter und wir sehen es auch schon hier an dieser Stelle, wenn man das mal angeht, der Markt schwingt hier langsam nach unten und dann das Ganze hier fortzusetzen. Also setzt sich das fort, ist das untergeordnet schon einmal etwas Trendiges nach unten. Aber wir können hier an dieser Stelle jetzt noch nicht sagen, ob es runtergeht oder nicht. Aber wenn sich das Kleine fortsetzt, hier an dieser Stelle, also Bewegung, Korrektur, dann haben wir hier schon mal wieder etwas in Richtung dieser Abwärtsdynamik und das könnten dann weitere Indizien sein, die man nutzen kann, nach unten hin zu traden und etwas Korrektur hier im eigenen Portfolio mit umzusetzen. Und damit blicken wir dann auch noch hier in den DAX hinein. Wir sehen hier
den DAX wieder sehr, sehr schön gelaufen ist. Wir hatten es ja letzte Woche Freitag auch. Also diejenigen, die auch die Freitagswebinare verpassen, melden Sie sich ruhig hier direkt bei Tickmill an. Liken Sie die Facebook-Seite von Tickmill und verpassen Sie keine Ideen. Es sind wirklich jeden Morgen hervorragende Chancen, die wir hier haben, die wir hier anschauen können. Das Ganze kostet Sie keinen Cent. Mein Partner Tickmill und ich, wir machen das Ganze hier für Sie, damit Sie gute Trading-Chancen finden und das Ganze gut in Ihrem Portfolio dann auch umsetzen können hier bei Tickmill und das Ganze wirklich for free. Also liken Sie die Website bzw. die Facebook-Seite von Tickmill und dann schauen wir jeden Morgen auch auf solche interessanten Dinge wie hier im DAX, was wir hier sehen. Und hier sehen wir schon seit, würde ich sagen, Montag hier die latente Schwäche laufen. Hier gab es am Freitag diese Kerze, die noch ein neues Hoch gemacht hat, aber dann in der Mitte der Kerze, das heißt, wir hatten oben und unten ordentlich Schatten. Der Kurs hat sich in der Mitte dann getroffen und danach kam hier Schwäche rein. Es trendiert langsam Stück für Stück nach unten in den kleinen Zeiteinheiten, kann man das auch sehen. Und jetzt kommt es hier halt wirklich drauf an, wie verhält sich der Markt an dem Tief von dieser Kerze hier. Das ist die Marke von 11.912 Punkten hier im Chart. Wenn es darunter läuft, dann haben wir hier das Potenzial für die korrektive Phase, etwas tiefer runterzulaufen. Wir haben hier das Supportband, ich sag mal ganz grob über den Daumen um die 11.800 Punkte Marke. Wir haben hier bei 11.849 einen Bereich gehabt, den hat der Markt hier weggenommen. Das war lange Zeit ein Widerstand. Jetzt ist es ein Support. Dann haben wir hier noch einen Support um den Ausbruch aus diesem Hoch oder über dieses Hoch drüber hinaus. Und da ist halt hier ein Band und wie schon gesagt, grob psychologisch die Marke von 11.800 Punkte, wo es als Support durchaus reinlaufen könnte. Wenn man noch etwas tiefer schaut, haben wir hier noch das Tagestief von letzter Woche Mittwoch, als der Markt so deutlich nach oben geschoben ist. Das sehen wir hier natürlich dann, das Tief dieser Initialbewegung, das war bei 11.770 Punkten. Das sind also Marken, da kann es durchaus einiges weiter nach unten gehen. Und wenn wir uns das mal auch in kleineren Zeiteinheiten anschauen, dann sehen wir den Markt schon schön nach unten trenden. Und das ist ja genau das, was wir brauchen. Damit verrät uns der Markt, es geht runter. Und hier oben sehen wir halt, oder hier an dieser Stelle sehen wir halt, schauen Sie mal hier, das war das letzte Korrekturtief dieser großen Aufwärtsbewegung. Jetzt läuft der Markt hier runter. Wir sehen es auch, es trendet Stück für Stück schon runter. Das heißt, hier ist dieser kleinere Trend schon ein ganzes Stückchen gut sichtbar. Und wenn das Ganze jetzt bricht und sich nach unten weiter fortschiebt, das können wir dann sehr, sehr schön nutzen. Das heißt, hier unterm Tagestief, wenn hier wirklich Schwäche reinkommt, dann ist das der Ausbruch nach unten. Und den kann man dann schön nutzen, um etwas nach unten auch zu traden, je nachdem, wie der entsprechende Zeithorizont ist. Aber es macht einfach Sinn, hier in die Kleinigkeiten auch mit reinzuschauen und sowas zu nutzen, so ähnlich wie wir das gestern auch im Silber miteinander besprochen hatten. Da hatten wir ja auch mehrere Dinge miteinander laufen und hier haben wir halt gestern auch gesehen, ich gehe noch mal kurz auf den Trade oder auf die Trading-Idee von gestern ein. Das war hier unser Silberpreis und hier haben wir halt auch gehabt, erst einmal hier im großen Bild der Abwärtsdruck, aber wir hatten hier eine ganze Zeit so eine Seitwärtsrange laufen, wo wir unten nicht runter wollten, oben noch nicht drüber wollten und gestern, wir haben gestern Morgen drüber gesprochen und auch das Thema der Ausbruchsstrategie oben drüber oder unten drunter und hier musste man sich als Händler wirklich nur auf die Lauer legen und da hier an dieser Stelle kam dann plötzlich Stärke rein und dann schub der Markt nach oben und das kann man natürlich sehr, sehr schön nutzen. Wer das Ganze auf den kleineren Zeiteinheiten sich anschaut, der sieht halt an dieser Stelle auch, dass man da durchaus gerne etwas mitnehmen kann hier. Man sieht den Schub, den Bruch nach oben, hier nochmal der Retest, also wirklich schöne Sachen, die man immer wieder live und aktuell zum Traden, egal ob kurzfristig oder als Swing nutzen kann, hier jeden Morgen mit Tickmill und mir. An dieser Stelle einen schönen Handelstag. Vielen lieben Dank für die Zuschauerinnen und Zuschauer wieder im Live-Webinar und alle anderen, die das Ganze in Folge gucken. Gerne auch den ein oder anderen Wunschmarkt oder wenn jemand sich eine andere Zeit wünscht für dieses Morning Briefing, gerne einfach mal hier bei uns auf Facebook einen kleinen Zeitwunsch reinbringen, dann können wir uns gerne auch danach richten. Man muss halt schauen, dass das Ganze zeitlich für alle passt und wir wollen natürlich auch traden, deshalb kommen morgen immer das Morning Briefing um diese frühe Zeit, damit man auch die Chance hat, viele Dinge gleich zur Markteröffnung zu traden. Danke für die Zeit heute und bis morgen. Ich freue mich drauf. Machen Sie es gut und erfolgreiches Trading. Ihr Mike Seidel. Tschüss.